Herzlich willkommen zu Heute schon gelesen. Heute mit zwei Jubiläen und einem bedenkenswerten Buch. Wir beginnen aber mit den Jubiläen. 30 Mal ermittelt er schon. 30 Mal in einem berühmten Ambiente. Die Rede ist natürlich von Kommissario Brunetti. Donna Leon schreibt ihren 30. Fall und natürlich ist es eine Art Jubiläumsfall. Brunetti, wie immer etwas philosophisch und langsam unterwegs, findet sich zunächst einmal in seinem Haus zu Hause. Es ist in der Früh, er ist gerade aufgestanden und was ihm auffällt, ist der Fleck an der Decke. Ja, im Buchladen haben wir auch so einen. Der Fleck bei Brunetti schaut aus wie ein Oktopus. Und seine Frau hat schon öfter gemeint, er solle ihn überstreichen. Aber mit Socken auf die Leiter etwas zu gefährlich. Aber vielleicht könnte ihm ja, da gibt es einen Freund, der immer wieder so Kleinigkeiten im Haushalt erledigt. Oder sein Sohn. Brunetti überlegt hin und her und während er überlegt, beschließt er den ganzen Gedanken zu verwerfen, geht zunächst einmal duschen. Von der Dusche wiedergekommen, beschließt er, sich ein andermal darum zu kümmern. Er macht sich auf, nachdem er sich in Schale geworfen hat, wie üblich in einen feinen Zwirn, geht zunächst hinunter, besorgt sich einen Kaffee und etwas zu essen und geht dann langsam in die Questura. 2 Stunden zu spät ist er mittlerweile und natürlich findet er den Vizechef vor dem Tor und damit es nicht so auffällt, dass er zu spät kommt, zückt er sein Handy und versucht, das Empfangsuchen vorzutauschen. Weil in der Questura selber, da gibt es derzeit einen ganz schlechten Handyempfang und überhaupt die Questura ist schlecht beieinander. Die Klimaanlage funktioniert nur in ausgewählten Zimmern, die Heizung im Winter, ja, heizt, wenn sie Lust hat und überhaupt ist das ganze Gebäude etwas baufällig. Und Brunetti überlegt, vielleicht wie er. Ja, nachdem er das mit dem ganzen Empfangsuchen erledigt hat, geht er in sein Büro, dort liest er zunächst einmal eine Zeitung, bis ihn zum Mittag dann der Hunger befällt. Und er in die Bar geht, um dort ein Tramezzini und ein Glas Wasser zu trinken. Ja, und so geht der ganze Tag weiter. Irgendwie passiert nichts Aufregendes, aber er kommt todmüde nach Hause, isst mit seiner Familie. Und als er am nächsten Tag noch später in die Questura kommt, ja, da ändert sich dann alles und ab da wird es dann spannend, weil in der Nacht zu diesem Tag, da hat man 2 Frauen gefunden. Die eine mit einer blutigen Nase, die andere mit einer gebrochenen Hand. Beide wurden laut einem Überwachungsvideo von einem Boot an den Steg gebracht, dort ausgeladen und liegen gelassen. Sie sind dann ins Spital 2 Minuten später eingeliefert worden und jetzt beginnt der Fall wirklich. Und Brunetti muss sich darum kümmern, was denn da passiert ist. Und das wird spannend wie immer und natürlich vom Ambiente auch wie immer. Das ist Venedig und Brunetti pur. Donna Leons 30. Fall. Brunetti und er heißt Flüchtiges Begehren. Erschienen wie immer im Diogenes Verlag. Wenn Sie noch nicht so viel gelesen haben von Brunetti und von Donna Leon, dann hat der Diogenes Verlag sich etwas ganz Besonderes überlegt. Anlässlich des Jubiläums des 30. Falls gibt es einen Sonderband, der heißt Mit Brunetti durchs Leben. Das ist ein Brevier für nachdenkliche Optimisten und in diesem Buch, da kann man nachdenkliche und philosophische Ausschnitte aus den 30 Fällen, die er bis jetzt behandelt hat und dem schönen Ambiente von Venedig rundherum erlesen. Mit Brunetti durchs Leben. Ein Zusatzband. Ja, ich habe was von 2 Jubiläen gesprochen. Es gibt auch noch einen zweiten Jubiläumsband, der derzeit unterwegs ist. Und das ist anlässlich eines 75. Geburtstags. Seit 75 Jahren spukt Lucky Luke durch den Wilden Westen und sein 100. Band ist jetzt erschienen und der 100. Band, der handelt von die Ursprünge von Western von gestern. In diesem treffen wir wie immer Luke, der in der ersten Geschichte gleich zu einem Überfall auf eine Bankkutsche kommt, wo Vater und Sohn von Banditen überfallen werden und das muss er natürlich aufklären.
Spannend wie immer, schön gezeichnet, Lucky Look vom Feinsten. Und Sie werden sehen, es gibt auch das eine oder andere Schmankerl zum 75-jährigen Jubiläum. Auch viele Bände, die nachgemacht werden. Einiges davon finden Sie natürlich auch bei uns hier im Buchladen. Und wenn Sie etwas ganz anderes wollen, Beschäftigung fürs Wochenende vielleicht, dann empfehle ich Ihnen noch ein Buch aus dem Kosmos Verlag, nämlich ein Buch für die ganze Familie. Es trägt den Titel Wölfe. Und das ist ein wunderbarer Erklärband für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wo es um das Thema Wolf geht. Der Lebensraum, woher kommen Sie, was machen Sie, sind Sie wirklich gefährlich oder vielleicht ohnehin ganz harmlos, eine spannende Lektüre für die ganze Familie. Ja, mit den zwei Jubiläumsbänden und dem Wolfbuch wünsche ich Ihnen eine schöne Lesewoche.